Jo, hallo Leute, hier ist euer Karl Krämer und heute zeige ich euch, wie man einen Freifunkrouter von Siemens, und zwar den Enterasys WSAP 3610 auf Freifunk umrüstet. Ja, es ist ein relativ ja, günstiger Router und perfekt für Freifunk geeignet. Kostet 15 Euro im Online-Shop und was ihr noch braucht, ist so ein Konsolenkabel, das quasi von USB auf RJ45 umsetzt und damit können wir dann quasi OpenWRT zuerst flashen über die Konsole und dann halt Freifunk dann als Upgrade drauf flashen. Ja, warum nehme ich dieses Video auf, weil da gibt es ein paar Fallstricke und die wollte ich euch zeigen. Und außerdem ist es, sage ich mal, relativ schwierig, da einen günstigen Freifunkrouter zu finden, weil ein GLI-Net kostet 80 Euro und ich sag mal so ein gebrauchter 15 Euro Enterasys bzw. umgelabelt Siemens WSAP 3610 tut es auf jeden Fall auch für den Zweck. Und jetzt gucken wir uns mal kurz hier die Hardware-Empfehlungen an. Und hier steht zum Beispiel bei OpenWRT, dass man mindestens 8 MB Flash braucht und mindestens 32 MB RAM. Und am besten 64 MB RAM schreiben die jetzt. Und unser WSAP 3610 hat hier sogar 16 MB Flash und 128 MB RAM. Und damit sind wir für die Zukunft gerüstet, für neue Firmwares von Freifunk und genau, absolut zu empfehlen, das Gerät. So, wie gehen wir jetzt vor? Ja, es gibt hier einen Anschluss für LAN, das ist PoE. Und dann gibt es ein Konsolenkabel, das schließt man hier an diese zweite Buchse an. Jo, dann legen wir mal los. Als erstes muss man, hier steht es nämlich, diese Anleitung benutzen, weil es gibt nämlich eine Anleitung, die ist auf der Firmware-Seite von Freifunk Rhein-Neckar hier unten verlinkt. Aber da fehlt ein Befehl, der das dann, der den Router dazu bringt, richtig von OpenWRT zu booten. Der fehlt hier leider. Deswegen ist hier diese Environment Variables sind hier richtig geschrieben und wir sollten uns nach dieser Anleitung hier halten. Genau. Also wie gehen wir vor? Ja, wir setzen die IP-Adresse von dem Ethernet-Modul von unserem Laptop auf diese IP-Adresse. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Adapter-Option. Jetzt bin ich gerade ein bisschen falsch hier. Mal hier drauf und dann Adapter-Option ändern und jetzt ändern wir hier die IP-Adresse. So, auf 192.168.1.66. So, das ist der erste Schritt. Dann müssen wir den Router in Betrieb nehmen, beziehungsweise eine uns über PuTTY auf die Konsole einloggen. So, dazu gibt es hier dieses USB-Kabel auf SUBD9 und das gibt es bei Amazon. Ja, anders geht es nicht. Man muss wirklich sich auf die Konsole einloggen, um Freifunk da zum Laufen zu kriegen. Genau. So, jetzt stöpsel ich mal den USB hier an den PC ein. Dann erscheint auch schon hier im Gerätemanager das als COM14, dieses Modul hier. Dann verbinden wir das mit dem Sub-D-Kabel auf RJ45. Und das kommt jetzt hier in die zweite Buchse von rechts rein. So. Und nun starten wir PuTTY, das könnt ihr runterladen und installieren. Und gehen hier auf Serial und tippen hier COM14 ein, weil das ist hier
so richtig auch Gerätemanager angezeigt. Die Geschwindigkeit ist 115/200. So, okay, jetzt haben wir schon mal das Putty offen. Ja, passt. So, was noch wichtig ist, wir müssen uns hier bei OpenWRT die Install, also den Kern runterladen, das ist der Link hier. Und das dann bei OpenTFTP, das habe ich schon runtergeladen, hier reinlegen, dieses Verzeichnis. Das nennt sich dann, die Datei nennt sich folgendermaßen 1401A8C0.img. Und die habe ich quasi hier runtergeladen und dann umbenannt in diese Datei. Dann öffnen wir die Run Standalone MT. So, jetzt haben wir schon mal die Hälfte der Miete. So, jetzt können wir den Router anmachen über ein PoE 48 Volt Netzteil. Das Kabel habe ich hier. Da ist jetzt quasi PoE drauf. Ja, von WLAN können wir uns trennen. Dann stecken wir das mal rein und dann sollte auch schon hier was in der Konsole erscheinen. So. Jetzt muss man den Bootvorgang unterbrechen ganz schnell, indem man irgendeine Taste drückt. Und jetzt können wir hier Modifikationen vornehmen. Das sprich, wir setzen diese Variablen, und zwar von dieser Anleitung hier. So, das ist das erste. Dann kommt der nächste Befehl. So, okay. Passt. Dann führen wir das aus. So. Und jetzt sollte sich langsam was tun hier in unserer Konsole. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis er auf den Ethernet zugreift und sich die Firmware über den Laptop dann holt. Jetzt zieht er sich die Firmware über den Laptop. Jetzt bootet der OpenWRT. Jetzt müssen wir die IP-Adresse nochmal ändern. Und zwar, wir gehen hier wieder in die Adapter-Option. Und tun quasi hier jetzt die IP-Adresse zurücksetzen auf automatisch beziehen. So. Normalerweise müsste das jetzt hier auch als jetzt normal verbunden sein, genau. Das dauert noch kurz. Und dann könnten wir jetzt hier auf die 192.168.1.1 gehen. Und sobald der hier fertig ist mit dem Laden von den LAN-Ports. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Das geht gerade noch nicht. Mit dem Laden von den Netzwerktreibern sollte das auch hier erreichbar sein. So, jetzt geht's. Also 192.168.1.1. So, jetzt ist es quasi aber im RAM drin. Das heißt, wir müssen jetzt das auf die Flash speichern. Also müssen wir hier reingehen und ein Sys-Upgrade-Image drauf spielen. So. Und wählen jetzt Gluon aus. Die kriegen wir quasi hier von der Freifunkseite. Also bei
hier in dem Fall Pfeil von Rhein-Neckar. Und ja, dann laden wir das jetzt hoch. Das wollen wir Haken hier rausnehmen. So, und jetzt geht's los hier mit dem Flashen von Freifunk auf dem Router. So, jetzt kann ich mich hier über die Konsole, über den Browser mit dem Router verbinden und ihr seht, jetzt ist hier Freifunk aufgespielt, hier kann man auch diverse Einstellungen machen. Ja, steht auch der richtige Router drin. Jo, und dann könnt ihr mit Freifunk starten, genau. Man sollte auch übrigens Mesh und Ethernet Interface anmachen, wenn man einen Offloader betreibt, ja. Das war's von meiner Seite.